Ja, wirklich richtigen Genuss, wenn ich schön Brokkoli reinbeiße. Das ist krank. Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge What I Eat in a Day, Peak Week Edition. Es sind 6 Tage, ich will jetzt 6 Finger zeigen, aber mit einer Hand halte ich die Kamera. Vom ersten Wettkampf, ich bin vor 30 Sekunden aufgewacht und naja, ich zeige jetzt heute, wie mein Tag aussieht. Viel zu essen haben wir nicht, also da, der Bahn ist nicht so groß. Dafür haben wir aber viel Cardio. Yeah! Okay. Ja, okay, offensichtlich sind wir ohne Kamera ein bisschen leichter, aber ein Lowweight haben wir heute trotzdem leider nicht gehittet. Ist mental nicht geil. Aber, naja, ich weiß, ich habe gestern alles gemacht, ich habe gestern alles gegeben, heute wieder alles gegeben. Also geht's in die richtige Richtung, auch wenn das Gewicht nicht tiefer war als gestern. Bevor ich aber überhaupt an Essen denken darf, gibt's bei mir eine Stunde Cardio. Beziehungsweise eigentlich denke ich seit 5:30 Uhr in der Nacht an Essen, denn ich bin aufgewacht und konnte danach für ungefähr 45 Minuten nicht mehr einschlafen, weil mein Magen nicht Ruhe geben wollte, weil er Hunger hat. Aber naja, da müssen wir durch. Und etwas Geiles gibt's, nämlich den Pre-Cardio-Stack, den es jedes Mal vom Cardio gibt, für extra Energie, um den Stoffwechsel zu pushen, um das Cardio irgendwie zu überleben. Das Ding gibt's jetzt nach dem Posing. Darauf habt ihr Bock. Ich nicht. Denn meine Energie ist bei Level 0,0, aber es wird trotzdem gepostet für euch jetzt. Und guckt mal, was bei mir angekommen ist. Posing Slips. Diese scheiß kleine Stoffding hat irgendwie 70 Euro gekostet. Bodenlos. Auf jeden Fall, Posing. Auf jeden Fall war es mit dem Fasted Posing, Fasted Formcheck, was auch immer. Lasst mir gerne eure Meinung zu der Form in den Kommentaren da, ob ihr sagt, ey, das Ganze sieht gut aus oder nee, du bist noch viel, viel, viel zu fett. Geh bitte erst in 7 Wochen auf die Bühne und geh eigentlich gar nicht auf die Bühne, weil du hast zu wenig Muskeln und deine Haare sehen eh scheiße aus, also bleib zu Hause. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr Bock drauf habt. Auf jeden Fall gibt es jetzt den Pre-Cardio-Stack und das sind ein paar Sachen, die ich hier nehme. Und ich bin euch ganz ehrlich, ich empfehle euch nicht allen, all das hier zu nehmen, was ich nehme, denn das ist halt einfach maximal Next Level, wie ich irgendwie durch mein Leben durchkomme in dieser Wettkampfvorbereitung. Wir haben hier nämlich erstens ganz klar Wasser, ist, glaube ich, hätte man sich denken können. Dann der wichtigste Part, Meta X. Das ist das Ding, was ich wirklich jedem empfehlen würde, der Fast Cardio macht oder abnehmen will oder allgemein in der Diät ist. Meta X, richtig geiles Produkt. Aktuell ist es leider ausverkauft. Ja, kann man nicht viel machen. Ihr könnt mir auf Insta reinfolgen. Werde ich es in meiner Story auf jeden Fall erwähnen, wenn das Ding wieder gerestockt wird. Zu Meta X gibt es einen Diet Support Pro. Den gibt es auch jetzt, der ist in Stock. Und dann noch ein paar Sachen extra. Erstens einen Kaffee, zweitens Zitronenwasser und drittens hier eine Kombination aus Elektrolyten, Magnesium und Vitamin C. Das hier ist für die Gesundheit, abgesehen von den Elektrolyten. Das ist einfach, um mich auch hydriert zu halten, damit ich da nicht komplett verrecke beim Cardio. Und da kurze Real Talk an dieser Stelle. Aktuell in der Prep ist mental für mich nicht so einfach, sagen wir mal so. Es ist nicht so einfach. Aber es ist scheißegal. Wir müssen durchpushen, wir müssen durchhalten. Es sind noch fucking 6 Tage. Es sind noch 6 Tage. Die Scheiße wird durchgehalten, die Scheiße wird durchgezogen. Und es wird absolut abgerissen. Dieser Wettkampf wird crazy. Aber ich laber euch jetzt nicht mehr voll. Gönn mir die Scheiße. Und dann geht's Cardio machen. Zitrone ist sauer. Ich trinke das jeden Tag seit einem Monat. Wieso? Wieso kann ich mir das nicht merken? Somit Cardio. Okay, wir sind 45 Minuten in. Wir haben noch 15 to go, Leute. Ich bin absolut tot. Jeder Schritt tut weh. Jeder Schritt tut weh. Durchziehen. Durchziehen, Alter. Keine Ausreden suchen. Alle von euch, die mir bei Insta folgen, ihr wisst, jeden Tag gibt es nach dem Cardio eine Story, einfach um zu zeigen, ich ziehe die Scheiße durch. Ich tue nicht nur so, als würde ich es machen, ich mache es wirklich. 2, 1, Badam! Cardio geschafft. Stopp. Aus. Fertig. Jetzt gibt's Eiscreme. Boah. Boah, ist das ein gutes Gefühl, das Ding geschafft zu haben.
Cardio geschafft. Let's go. Ihr habt ja gerade schon in meiner Story ein bisschen geteasert bekommen. Jetzt gibt's Meal 1. Eiscreme. Let's fucking go. Ich liebe diese Protein-Eiscreme. Er glaubt mir das gar nicht, wie geil ich die finde. Wie verliebt ich in das Ding bin. Wie obsessed ich bin. Junge, ist das geil. Meal Nummer 1 serviert. Ihr merkt es am, ihr seht es an meinem Gesichtsausdruck schon. Ich freue mich unglaublich drauf. Jetzt essen. Ultra geil. Ultra geil. Bevor es aber ans Essen geht, geht es an die Supplements. Und ja, das sind sehr viele. Ihr müsst mir nicht in die Kommentare schreiben. Oh, das sind viele Supplements. Habe ich gewusst. Danke vielmals für die Info. Und ich sage auch nicht, dass ihr alles nehmen solltet. In der Prep ist einfach wichtig, dass ich mich maximal auf meine Gesundheit fokussiere und das halt möglichst gesund mache. Was es immer noch nicht gesund macht, eine Bodybuilding-Vorbereitung ist nicht gesund. Auch mit Supplements ist sie nicht gesund, aber man kann sie sehr ungesund und ein bisschen weniger ungesund machen und ich probiere sie möglichst wenig ungesund zu machen. Daher haben wir hier erstens Immunity Support, NAC, Curcumin, Athlete-Stack, Magnesium, Q10, D3, K2, Omega-3 und hier auch noch das Daily. Dann ist hier auch noch dabei Vitamin C und Ashwagandha. Das sind die Sachen, die ich nehme. Was ich euch aber wirklich ans Herz legen würde, ist erstens einfach mal das Daily, Omega-3 und D3K2. Das sind einfach so die Basics, die ich euch empfehlen würde, wenn ihr eure Gesundheit aufs... Wenn ihr ein bisschen mehr auf eure Gesundheit achten wollt und da sagt, ey, ich will ein bisschen gesünder werden, ist das auf jeden Fall the way to go. Und sind wir mal ehrlich, es ist schon ein Flex, wenn man eine komplette Handvoll Supplements nehmen kann. Jetzt mit dieser Ansage werde ich sowas von verkacken und irgendwie alle ausspucken. Naja, hat geklappt. Jetzt wird sie der Daily angemixt. Heute im Geschmack Green Apple und ich bin sehr traurig, denn guck mal, das Ding ist praktisch leer. Das ist schade, weil der Geschmack ist richtig geil. Supplements auf die Seite und der Real Shit hier zu mir. Also, was haben wir? 3 Reiswaffeln, 10 Gramm Nussbutter, 1,5 Gramm Salz, 100 Gramm Tiefkühlbeeren und die Eiscreme. Und ja, die Eiscreme, das sind 45 Gramm Protein, praktisch kein Fett, praktisch keine Kohlenhydrate, denn wir haben hier einfach nur 2 Scoops Designaway, 2 Scoops Flavin Tasty und fertig. Fertig ist es. Ich habe das Ganze noch ein bisschen mit Zimt getoppt, habt ihr gesehen? Und es schmeckt so geil. Es schmeckt so geisteskrank geil. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert, aber es funktioniert und ich bin da sehr dankbar, dass es funktioniert. Und da ich irgendwie unter jedem Video 53 Mal von euch gefragt wird, ey, wie mache ich das, wie mache ich das? Also eigentlich ist es ziemlich einfach. Ihr macht euch einen Protein Shake, 2 Scoops Design Away, 400 Milliliter Wasser in einen Shaker geben, mixen, in das Ding reingeben, einfrieren und dann am nächsten Tag in die Eiscreme-Funktion. Das ist kein Meisterwerk. Was ich euch aber empfehlen kann, ist, macht das Ganze mit Mandelmilch. Da habt ihr nicht viele Kalorien mit 400 Milliliter Mandelmilch. Lasst mich das ausrechnen. Habt ihr 50 Kalorien extra. Es ist einiges cremiger, schmeckt geiler, aber ich habe in der Prep die Kalorien dazu einfach nicht. Somit, guten Hunger. Boah. Weiß ich, was vergessen habe, weil ich bin abgelenkt, ich kann mich nicht konzentrieren, ich will unbedingt diese Eiscreme essen. Der Geschmack vom Design Away, welches ich heute habe, welches einer von meinen Lieblings ist, ist Dark Cookie and Cream. Der ist ultra geil und vor allem richtig schön so schokomäßig. Aber hier habt ihr noch die ganzen Nährwerte eingeblendet. Ja, viel ist es nicht. Viel ist es ganz simpel einfach nicht. Boah, ist das geil. Eine kurze Zeit und an dieser Stelle, denn ich empfehle euch ja immer, dass ihr bei ESN mit dem Coach Jeremy bestellt, weil es die besten Supplements sind und ihr mich damit auch unterstützt. Aber aktuell würde ich euch empfehlen, nicht bei ESN zu bestellen, denn ab morgen 18 Uhr gibt es 20% auf alles mit meinem Code Jeremy. Tragt es in euren Kalender ein, falls ihr wollt, aber wartet bis morgen. Meal Nummer 2. Einerseits ist es richtig geil, andererseits ist es unglaublich traurig. Wir haben hier den Rice Pudding und Rice Pudding war im Aufbau meine Lieblingsmahlzeit allgemein absolut, weil es einfach richtig, richtig geil ist. Und ja, einmal nur darüber nachzudenken, wir hatten 180 Gramm Rice Pudding und 60 Gramm Design Away. Jetzt haben wir noch 35 Gramm Rice Pudding. 35 Gramm Rice Pudding. Oh, 45 Gramm Design Away und 10 Gramm Nut Butter drüber. Ja, es ist traurig, aber es ist auch unglaublich lecker und ich habe jetzt richtig Bock da drauf. Die Makros habt ihr hier eingeblendet. Ist nicht viel, ist nicht krass, ist, naja, ist was es ist. Ey, es ist einmal was es ist. Wäre normalerweise meine Pre-Workout-Mahlzeit, da wir aber heute Rest Day haben, ist es einfach nur Meal 2.
Ich habe jetzt 2 Löffel genommen und es ist noch die Hälfte da. Ich liebe die Prep. Da heute kein Training ist, geht es für mich jetzt nicht ins Training. Aber ich habe euch gestern ein bisschen was aufgenommen und das könnt ihr euch jetzt gönnen. Meal Nummer 3. Wieso zeige ich mit 2 Händen? Es gibt 6. Meal Nummer 3. Wir haben hier 200 Gramm Hühnchen, 150 Gramm Brokkoli und ja, Nummer 35 Gramm Reis. Diese Portion Reis sieht so traurig aus. Aber ihr könnt mir glauben, die lasse ich mir schmecken. Denn auch wenn es nur ein ungefähr, nee, nicht ungefähr, auch wenn es ein Achtel ist von dem, was wir im Aufbau zu einer Mahlzeit haben, schmeckt das 8-mal so gut. Und dazu gibt es einen Crank Energy. Ja, viel kann man dazu nicht sagen. Hier die Makros eingeblendet, alles. Aber was ich dazu sagen kann, ist, ich bin so tief vernäht, dass Brokkoli ein absoluter Treat für mich ist und geiler schmeckt als in einem Aufbau irgendwie gefühlt eine Eiscreme. Und das ist absolut geisteskrank. Ich habe wirklich richtigen Genuss, wenn ich schon Brokkoli reinbeiße. Das ist krank. Ich habe aber euch gehört, ich habe den Reiskocher geholt. Das Ding ist es sowas von wert. Lohnt sich sowas von. Ist zwar irgendwie traurig, wenn man dann da so 3 Reiskörner reintut und dann fertig. Aber ist easy und so, ich habe es hingekriegt. Awesome air. Und Leute, wir haben es geschafft. Nächste Cardio-Session ist drin. 1 Stunde im Kasten. Alter, das war ein Krampf. Ich bin euch ganz ehrlich, ich habe da wirklich gestruggelt. Bisschen aber dazu mehr. Im nächsten Video, da reden wir ein bisschen über den mentalen Part, denn es ist nicht immer so leicht, um euch ganz ehrlich zu sein. Ich habe euch gesagt, ich werde euch da real bleiben. Ich habe viele Nachfragen von euch gekriegt und im nächsten Video werden wir darüber reden. Jetzt geht's aber zur nächsten Mahlzeit, nämlich Meal 4. Und ich habe Hunger, daher ist es nice. Meal Nummer 4 und somit auch leider das letzte Meal von heute, welches mich zu 153% nicht sättigen wird. Also wir hier haben 3 Volleier. 150 Gramm mageres Rindfleisch, hier wirklich wichtig, nicht irgendeins mit viel Fett, sondern Lean Beef und 100 Gramm Beeren, einmal weil Beeren gesund sind und sind lecker. Hier haben wir Wildbeeren, die sind kleiner, also haben wir mehr davon und die haben auch noch mehr Nährstoff und alles. Ich will gar nicht viel reden, ich will einfach essen, ich habe richtig Hunger und das Meal ist lecker. Hat halt keine Kohlenhydrate, wir haben nicht mal mehr die 30 Gramm Reis wie im letzten Meal, aber ich liebe Fleisch. Daher ist es okay. Und hier habt ihr die Makros. Ja, praktisch keine Kohlenhydrate. Dafür lecker Protein und sehr gute, hochwertige, gesunde Fette. Alter, ist das lecker. Aber an dieser Stelle noch ein kurzer Disclaimer. Bitte macht so ein Full Day of Eating nicht nach. Es ist nicht gesund, es ist nicht nachhaltig. Es ist nicht etwas, was ich euch empfehlen würde. Oder sage, ey, das ist gesund und werde euch nah an eure Ziele bringen. Nein, das ist eine Wettkampfdiät für einen Wettkampf. Wir sind 6 Tage out von diesem Wettkampf. Ich werde danach komplett meine Ernährung umstellen, beziehungsweise eigentlich nicht komplett umstellen. Denn die Sachen, die wir essen, sind ja gesund. Es ist einfach viel zu wenig. Aber ja, das wollte ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Jetzt geht es aber noch an ein Telefonat mit Johannes. Denn wir haben ein paar Peak Week Pläne zu besprechen. Hallo Johannes. Hallo. Peak Week. Wie sieht das Ganze aus? Ist für mich komplett Neuland. Ich habe probiert, mich ein bisschen zu befassen mit der Thematik, habe mir da auch ein paar YouTube-Videos zu angeguckt, habe mir da ein bisschen was gelesen, bla bla bla. Schlussendlich habe ich trotzdem noch keine Ahnung. Wir haben ja auch mit deiner Mama schon ein bisschen gesprochen. Ich habe ihr versucht, da zu erklären, was man da so macht, weil sie fand das ja, sie hat ja so ein bisschen so, was? Gleich die doppelte Menge an Kohlenhydraten. Wir haben ja zwischendurch auch schon mal ein Mini-Refeed gemacht, weil du fast krank geworden bist.
Da habe ich Mama doch vorbereitet, dass die Mengen doch exorbitant viel höher sein werden, was auch voll legit ist, denn wir wollen den Körper entstressen, deswegen ab morgen erstmal ruhiger treten, kein Cardio mehr, nur noch lockere Steps sammeln. Kein Cardio mehr? Also morgen darfst du noch einen Tag, dann bist du in der Routine drin. Morgen darfst du noch einen Tag machen, aber auch... Du kannst mir doch nicht so Hoffnungen machen, Johannes. An alle Macher, die bis hierher geschaut haben, schreibt einfach mal Hashtag F. Cardio in die Kommentare, damit ich weiß, ihr seid die Wahren, ihr seid die Realen, die diese Videos nicht nur durchskippen, sondern auch wirklich schauen. Pass auf, morgen Cardio aber mit einem 100er Puls. Nicht höher als 100, okay, das ist schon mal entspannt. Du siehst echt nicht gesund aus im Gesicht, Alter, muss ich dir wirklich so sagen. Also, ey, ich sag dir auch ganz ehrlich, ich bin mental beschissen. Was mich aber am meisten stört, ist nicht nur, wie ich gegenüber meinen Liebsten bin, sondern... dass ich weiß, dass meine Liebsten dann dadurch sich Sorgen um mich machen. Das ist der Part, wo ich, wo mich einfach ein bisschen so innerlich ein bisschen bricht. Weil ich weiß, sie sehen mich leiden. Ich weiß, sie sehen, wie es mir scheiße geht. Und sie können nichts machen. Und ich kann auch nichts machen. Wenn mir meine Mama wieder irgendwie helfen oder was Gutes. Und dann bin ich wieder aggressiv. Und dann, oh, es ist so. Ja, ist beschissen. Ist beschissen, aber so Momentaufnahme ist besser als ein pubertierender, drogennehmender... Vollidiot, so wie ich einer war tatsächlich. Also von daher ist voll okay, das ist die bessere Alternative. Peak Week, pass auf, wenn du einen Coach hast, hast du einen Vorteil, weil man kann immer situativ entscheiden, je nachdem, was die Form macht, was das Körpergewicht macht und so weiter und so fort. Mhm. Na, wir nehmen jetzt langsam den Stress raus, aber Kohlenhydrate gibt es noch nicht, sprich mehr Kalorien noch nicht. Bis wahrscheinlich Donnerstag. Da freue ich mich drauf. Aber Dicker, ey, alle freuen sich immer drauf, aber in Wirklichkeit ist gar nicht so geil, weil du kriegst eigentlich nur noch mehr Hunger, kriegst noch mehr Bock. Ich freue mich trotzdem. Dann sehen, das muss nicht so sein. Du darfst dich auch freuen davor, Freude ist bekanntlich die schönste Freude. Die schönste Freude, ja. Ja. Ein bisschen länger gedauert. Ja, und dann werden wir uns bei Mengen aufhalten, die 2 bis 3.500 Kalorien. Und so langsam ein bisschen Druck reinbekommen und aushalten und vor allen Dingen entstressen. Klingt noch intensiv und schwer, weil wir haben ja erst Sonntag den Wettkampf, bis dahin hast du noch genug Zeit, dich dann zu erholen. Und Training soll ja auch Spaß machen und noch ein guter Reiz setzen. Also nochmal kurz zusammengefasst für euch Leute. Morgen wird das Cardio gesenkt. Also wir machen nur noch entspanntes Cardio. Schritte ein bisschen runter und übermorgen fällt dann das Cardio weg. Das ist schon mal sehr, 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 sehr toll. Da freue ich mich richtig drüber, denn das Cardio... Sorry, dass ich unterbreche. Du hast eine Stunde mehr Zeit, um zu schneiden oder irgendwelche anderen... Hunger zu haben. Dann ab Donnerstag hast du gesagt, oder? Donnerstag? Ja. Ab Donnerstag gibt's Kohlenhydrate. Gibt's einfach wieder Kohlenhydrate. Und dann muss ich nicht da sitzen mit einem 35 Gramm Reispudding und diese 2 Löffel essen und danach anfangen zu weinen, weil ich nichts mehr habe. Sondern dann habe ich ein bisschen mehr. Eigentlich jetzt... In Relation zu jetzt die 1500 Kalorien, wo wir haben, sind 2500 schon crazy. Wenn wir es aber in Relation nehmen zu den 4800, die wir im Aufbau gegessen haben, ist es immer noch gar nichts. Also wie genau das Laden und so aussehen wird und vor allem, was die Form dann macht, wie sie reagiert, der Körper, das werden wir dann quasi live erleben. Und dann die Zuschauer können auch mitgucken. Ne? Und ich bin und da ultra gespannt darauf. Das wird geil. Und dann sehen wir uns dann auch noch auf dem Wettkampf. Ich meine, ich fliege extra in UK. Ich weiß, ihr wartet drauf. Ich weiß, ihr wartet drauf, dass ich euch eine Summary mache von den Proteinen, Fett und den 3 Kohlenhydraten, die wir gegessen haben, also wie viele Makros jetzt schlussendlich wirklich in diesem Full Day of Eating waren. Bevor wir aber dazu kommen, muss ich erstens Danke sagen für den ganzen Support und in den letzten Videos für die ganzen positiven Kommentare, für das ganze Engagement und alles, das ist wirklich unglaublich korrekt und auch für die ganzen Bestellungen mit meinem Code Jeremy bei ESN. Nur dank euch kann ich diese Wettkampfvorbereitung machen und es ist wirklich geistkrank, also Liebe geht raus. Und jetzt kommen wir zu den Makros. Wir haben 183 Gramm Protein, was ziemlich hoch ist, ziemlich wichtig ist, weil sonst verlieren wir nicht Fett, sondern die ganzen Muskeln. Daher sind die Proteine so hoch. Dann haben wir 40 Gramm Fett. Ja, auch die Fette sind runtergegangen. Es geht irgendwie alles runter. Und eine zweistellige Summe Carbs. 99 Gramm Kohlenhydrate. Es ist traurig, es ist wahr, so ist es. Und insgesamt sind es 1516 Kalorien, oder? 1516? Es sind sogar 1531 Kalorien. Also es ist wirklich bodenlos, aber so ist es. Und ihr habt Johannes gehört, in ein paar Tagen werden die Carbs hochgeschraubt. Darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich.